Die Fußballsaison neigt sich langsam nun auch in den unteren Ligen dem Ende. Noch gilt es aber durch gute Leistung Siege einzufahren, um möglichst weit oben im Tabellenbereich zu erscheinen. Das schaffen die Mannen des Trainergespanns Tobias Golinski und Sven Birnbaum vom Hohenstädter SV nun schon bereits seit 10 Spielen. Im letzten Heimspiel empfingen sie mit dem FSV Brandes den Tabellenzwölften. Vor 65 Zuschauern hatte der Gastgeber bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff die erste Möglichkeit, doch findet Danny Hellers Flanke da noch keinen Abnehmer. Hohenstedt war von Anbeginn die dominierende Mannschaft. Es sollte dann jedoch bis zur 23. Spielminute dauern, ehe sie die erste große Chance zur Führung hatten. Benjamin Noah setzt das Runde nur an des Gegners Latte. Hohenstedt setzte weiter zum Sturm an und dies sollte sich dann auch auszahlen. Toni Lukas wird im Strafraum der Brandeser von den Beinen geholt. Den fälligen Foulstrafstoß kann Michel Ritter unhaltbar für Leon Hannig im FSV-Gehäuse unterbringen. Und nochmals hätte er zum Matchwinner werden können, doch klärte hier Alexander Freudenthal. So hieß es auch nach 45 gespielten Minuten nur 1:0 für den gastgebenden HSV. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich am Spielverlauf nicht viel. Brandes bekam kaum einen Fuß aus dem eigenen Strafraum und wenn dann doch, hatten ja die Hohenschau noch ihren Keeper Daniel Schmidt. Doch auf der Gegenseite hielt man sich nun nicht mehr zurück. Eddie Prebeck nach vorn, Michel Ritter gleich weiter und Toni Lukas zum 2:0. Und bereits 6 Minuten später kann sich dann der erst eingewechselte Jonathan Konrad im Doppelpassspiel mit Ritter behaupten. Die etwas schwache Flanke kann Danny Heller für sich nutzen und erhöht so auf 3:0. Brandes stehend K.O. kommt nur noch selten einmal über die Mittellinie. Hohenstedt hingegen setzt noch einen drauf. Nachdem Eddie Prebeck das Aluminium nochmals testet, ist es Michel Ritter vergönnt, auf 4:0 zu erhöhen. Mit diesem Sieg rangiert der Hohenstädter SV weiterhin an der Tabellenspitze und bestreitet sein letztes Punktspiel am Samstag, dem 18. Juni, beim Tabellendritten, dem ATSV, frisch auf Wurzen 2. Anpfiff wird im Wurzner Frischaufstadion um 15 Uhr sein.